Hallo, herzlich willkommen. Heute möchte ich dir mal sogenannte Labia-Pads oder Interlabial-Pads vorstellen. Die sehen aus wie kleine Blütenblätter. Sei gespannt, was das eigentlich ist. Ja, Labia-Pads gibt es jetzt seit einiger Zeit auch immer öfter in Deutschland zu kaufen. Es sind kleine Stoffstücke, oft in der Form von einem Blütenblatt oder von einem Blatt. Sie bestehen meistens aus 2 bis 3 Lagen Stoff und zwar aus einem saugenden Stoff, oft aus Baumwolle oder aus Bambusviskose. Diese Labia-Pads, die werden einfach nur der Länge nach gefaltet, zum Beispiel, also es gibt auch andere Faltweisen, und du steckst sie zwischen die Schamlippen dann. Wenn wir uns das mal vorstellen, die Finger wären jetzt die Schamlippen, dann setzt du sie hier zwischen die Schamlippen mit dem Knick und die genähten Enden, die schauen nach unten. So, der Sinn und Zweck dieser Labia-Pads, der ist es jetzt, dass eben das Blut, vor allem wenn es schwallartig kommt, dass sich das erstmal hier sammelt und dann langsam an den Seiten entlang an deine Stoffbinde weitergegeben wird. So soll eben das Blut zentrierter, mittiger auf die Stoffbinde kommen. Denn es gibt Frauen, bei denen es einfach so ist, dass sie aus irgendwelchen Gründen sonst mehr nach vorne bluten oder nach hinten oder dass das Blut auch irgendwie hier mehr so seitlich ist. Und durch diese Labia-Pads soll es wirklich einfach zentrierter auf die Binde kommen und sich dann besser auf der Binde verteilen können. So wird dann ein seitliches oder ein Auslaufen nach vorne und hinten verhindert. Es eignet sich aber nicht nur für Blut, sondern auch, wenn du unter einer leichten, ganz leichten Inkontinenz, einer leichten Blasenschwäche leidest. Sie eignen sich auch, wenn du Ausfluss hast. Ja, und es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie sie gefaltet werden können. Die eine Weise habe ich dir jetzt schon gezeigt, dieses Labia-Pad der Länge nach zu falten. Eine andere Art und Weise wäre es wirklich einfach nur so quer zu falten. In dem Fall würden dann die Enden nach unten schauen und du kannst sie so legen, dass sie entweder auf die eine Seite von der Binde schauen oder auf die andere oder dass sie eben aufgeblättert werden und dann auf der Binde aufliegen. Eine andere Möglichkeit ist es, das Labia-Pad einfach nur einzurollen. Du kannst es an der kurzen Seite aufrollen und dann auch wieder zwischen die Schamlippen legen. Du könntest sie auch von der Längsseite ausrollen. Auch das geht. Also es gibt eine ganze große Anzahl an Möglichkeiten. Wichtig ist, es kommt nur zwischen die Schamlippen, da wird es nur hineingelegt. Es wird nicht in die Vagina eingeführt, dieses Pad. Sie sind ziemlich klein. Du kannst es alle paar Stunden wechseln, so wie du auch deine Stoffbinde wechselst. Und wenn du sie dann waschen möchtest, da würde ich dir wirklich empfehlen, dass du ein Wäschesäckchen verwendest, so wie das hier bei dem vom Imsewimse zum Beispiel der Fall ist. Dort sammelst du dann die verschmutzten und wäschst sie dann ganz normal bei den anderen Stoffbinden mit. Nicht vergessen, das Säckchen auch zuzumachen, denn diese Labia-Pads sind so klein, die verschwinden also dann ganz gerne in der Gummiritze von der Waschmaschine. Also das Labia-Pad ist eine Ergänzung zu den Stoffbinden. Vor allem wird es gerne genutzt von Frauen, die eben sehr starke Blutungen haben, die schwallartig bluten oder die eben doch das Gefühl haben, sie bluten zu weit nach hinten oder nach vorne und sie möchten das Auslaufen dann verhindern. Diese Labia-Pads werden gefaltet oder gerollt und sie werden nur zwischen die Schamlippen eingelegt. Ja. Das war's. Ich hoffe, das hat dir jetzt erstmal weitergeholfen und jetzt weißt du, was Labia-Pads sind. Ich bedanke mich, dass du wieder zugeschaut hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielleicht abonnierst du unseren Kanal und schaust beim nächsten Video wieder zu. Bis dann. Tschüss.